Das nenne ich mal eine erfolgreiche Folge. Die letzte, die wir hatten beim Let's Play mit der Early Access Version von Master of Orion. Zwei neue Planeten, zwei Kolonien haben wir uns geholt von den Menschen. Sprich, die haben wir die Mühe, denen haben wir die Mühe gelassen, überlassen, diese Planeten zu kolonisieren, die entsprechend Schiffe zu bauen, ihre Bürger drauf zu schicken, die durch das Weltall zu entsenden, doch zu landen, alles aufzubauen, Ressourcen auszugeben, die Planeten wirtlich zu machen, die ersten Gebäude hochzuziehen. Und dann kamen aus heiterem Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Himmel herabgesegelt die Invasionsschiffe der Burathi und haben den Menschlein alles wieder weggenommen. Zwei Planeten gehören jetzt uns, Nazza 2 und Nazza Prime. Aber, um jetzt weiter erfolgreich zu sein, da brauchen wir wieder neue Truppentransporter. Ich habe mal beim Folgenwechsel ein bisschen überlegt. Wir haben hier nur einen Truppentransporter. Wir haben gesehen, dass wir bei Planeten ohne Marines, die nicht von Soldaten bewacht werden, eigentlich nur einen Truppentransporter mit 4 Leuten brauchen. Dass wir auf solchen Planeten, wo Marine Barracks stehen, also Kasernen stehen des Feindes, wohl 2 brauchen. Und was ich denke, auch aufgrund eigener Spielerfahrung, außerhalb dieses Let's Plays mit Master of Orion, dass wir auf diesem Planeten hier, auf Sol, auf dem Heimatplaneten der Menschen, vermutlich wie bei allen anderen Heimat- und Startplaneten auch, davon ausgehen müssen, dass dort schon von Beginn an Marine Barracks waren und dass da vielleicht 8 Soldaten stehen, vielleicht sogar noch andere Verteidigungsgebäude, wer weiß. Also da sollten wir 3 Truppentransporter locker dabei haben. Wenn nicht gar mehr, aber 3 ist echt unterste Grenze. Und das bedeutet, dass wir mit dem alleine hier nicht auskommen werden. Das reicht nicht, wenn wir darüber fliegen. Und deshalb werde ich jetzt Folgendes machen. In Nazza 2, da entsteht ja schon ein Truppentransporter. Hier haben wir 7 Leute an Bord. Und hier auf Nazza Prime, hier sind 4 ohne Marine Barracks. Wenn wir hier auf Nazza 2 den hier auf jeden Fall beschleunigen und werden sogar noch einen zweiten Truppentransporter hier einstellen, der im Augenblick nicht angeboten wird, vermutlich weil die Zahl der Marines dafür nicht genügt. Ups. Hier sollte es aber gehen. Da ist der Truppentransporter. Wir ziehen ihn vor. Kostet 344 zur Beschleunigung. Da warten wir ab. Wir nehmen am besten 5 Truppentransporter mit. Den können wir auch in der nächsten Runde beschleunigen. Der muss ja nur zeitgleich mit dem zweiten Truppentransporter von hier fertig sein. Wenn wir den eine Runde später beschleunigen, sparen wir ein paar Credits. Und das wiederum heißt, dass wir hier mit denen bleiben, wo wir sind. Und mit dem Scout ziehen wir noch dazu. Und ansonsten eine Runde weiter klicken. Wir können auch langsam schon die ersten Truppentransporter auf unseren anderen Planeten einstellen. Hier entsteht eine Sternenbasis. Der ist ein bisschen weiter weg. Hier haben wir 4 Marines. Ziehen wir vor. Und hier oben in Ursa entsteht demnächst ein Kreuzer. Hier können wir auch einen Truppentransporter einstellen. Und auch hier auf Barlik Prime ebenfalls. Hier haben wir ja auch 4 Soldaten. Damit die alle heil rüber geschafft werden können, brauchen wir noch irgendwo ein kleines Schiffchen. Es muss gar kein ganz dicker Kreuzer sein. Aber da sollten wir hier zum Beispiel einen Destroyer produzieren. Und den ziehen wir dann entsprechend noch was vor. Den Kreuzer ziehen wir nach hinten. Dann entsteht ja zuerst der Neutronen-Collider. Dadurch bekommen wir hier +5 Produktion noch drauf.
Dann kommt der Destroyer zum Bewachen aller Truppentransporter. Dann kommt ein Truppentransporter hier, um die vier Marines einzusacken. Und dann können alle Ruhe weiter am großen, fetten Kreuzer bauen. So sollte es jetzt passen, denke ich. Eine Runde weiter. Der Truppentransporter in Narza 2 ist fertiggestellt. Da ist er. Den schicken wir hier hin. Den nächsten Truppentransporter können wir noch nicht einstellen. Der braucht noch ein Weilchen. Automatische Fabrik. Forschungslaboratorium. Den beschleunigen wir. Und werfen noch sicherheitshalber, das habe ich glaube ich länger nicht mehr gemacht, hier einen Blick auf die Umweltverschmutzung und stellen fest, da könnte es durchaus Sinn machen, mal für eine Runde hier ein wenig Umweltreinigung zu betreiben. Aber jetzt noch nicht, sondern nach der Fertigstellung des Neutronen-Colliders ist zwar ein bisschen atmosphärisch seltsam, warum, dann wird ja hier plus 5 Produktion erzeugt, das was ja eigentlich die Umwelt noch stärker belastet. Aber es, die, bei der Reinigung der Umwelt, der Umweltverschmutzung, wird die Produktion ja umgewandelt in eine negative Verschmutzung, also in eine Säuberung. Und je mehr man dann hier produziert, desto mehr wird dann auch gesäubert. Und dann deshalb machen wir das erst dann hier. Balik Prime. Das ist zur Erinnerung. Einige von euch haben schon gesagt, sie hätten gar nicht so einen richtigen Überblick, wo ja welche Flotte steht oder welcher Planet ist. Hier auf Balik Prime ist ein neuer Bürger entstanden. Und jetzt können wir auf eine Runde weiter klicken. Und wir haben in Narza den neuen Truppentransporter. Der fliegt hier hin. Gucken sicherheitshalber nochmal hier, ob tatsächlich, wie gut, dass ich nachgeschaut habe. Jetzt sind hier 4 Bürger, 4 Soldaten eingestellt. Das heißt, ich kann tatsächlich noch einen weiteren Truppentransporter mitnehmen. Den zu beschleunigen, haben wir auch Geld. Mittlerweile überlege ich mir echt, vielleicht doch eine Sternenbasis zu beschleunigen, damit wir unseren Schiffen einen schnelleren Antrieb verpassen können. Aber ich denke mir, dafür wird das Gold nicht reichen. Zwei bis drei Runden. Da wird hier noch produziert. 2 Runden eventuell sogar nur. Ich warte ab, ich mache das. Dann haben wir auch dann können wir auch noch das hier mitnehmen, den Tarion-Scanner. Oder was, der Battle-Scanner, wie auch immer. Eines dieser beiden Dinge, die da freigeschaltet werden durch die Forschung. Das ist ja ein Zusatzcomputer quasi an Bord unseres größten Schiffes, des Kreuzers, der die Trefferwahrscheinlichkeit verbessert. So machen wir das. Hier entsteht derweil die automatische Fabrik. Oh, unsere Planeten ganz im Westen unseres Sternenreiches Inkadat. Auf den beiden Planeten ist jeweils ein neuer Bürger entstanden. Hier ebenfalls. Und dann haben wir noch auf Balik Prime ein neues Gebäude zur Erzeugung von Credits fertiggestellt. Bringt nochmal 5 Credits hier dazu bei 5 Bürgern. Also bei dem Truppentransporter fühle ich mich jetzt nicht so in Hetze, dass der möglichst schnell entstehen sollte. Nochmal eine Runde weiter, checken, wie das mit den
Feinden aussieht, kann weit und breit keinen entdecken. Neutronen-Kollider fertiggestellt in unserem Heimat, auf unserem Heimatplaneten. Jetzt kommt die Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzungssenkung kommt jetzt. Wie sieht es aus mit der Sternenbasis? Müsste in der nächsten Runde wohl beschleunigt werden können. Eine Runde aussetzen mit unserer Hauptflotte. Die. Jetzt müsst. Genau, jetzt können wir hier die Sternenbasis beschleunigen. Jetzt fliegen wir mit unserer Flotte auch dorthin und stellen fest, die Tachyonenphysik. We've learned a new trick, thanks to our scrutineers. Battle Scanner, das ist das Modul an Bord unserer Schiffe, das die, den Einsatz von Strahlenwaffen verbessert. Plus 30% Trefferwahrscheinlichkeit, dadurch sind die quasi 30% effektiver. Der Tachyonenscanner, das ist allgemein einfach nur eine Verbesserung für das ganze Sternenreich automatisch, da muss man nichts upgraden. Wir sehen überall einfach mit allem, was wir haben, vier Platzeinheiten oder wie immer man das nennen will, also um vier Flächeneinheiten, Radien, was auch immer, sehen wir weiter. Tachyonen Communications. Jede Sternenbasis erzeugt plus 2 Kommandopunkte extra, also statt 5, 7. Damit ist unser Limit jetzt hier bei 33. Und weitere Sternenbasen sind ja im Bau. Battlescanner, den wollen wir jetzt mal auf jeden Fall unserem Kreuzer zuweisen. Bei den anderen glaube ich nicht, dass es Sinn macht. Die haben einfach zu wenig Raum hier. Wenn wir dieses Modul einbauen würden, dann würden die eigentlichen Waffen, die dadurch ja verbessert werden sollen, kaum noch an Bord sein können. Ich glaube, der Destroyer, der hat nach meiner Erinnerung noch nicht mal einen Computer. Genau. Also auch so ein anderes Modul, was auch die Trefferwahrscheinlichkeit verbessert von Strahlenwaffen. Aber bei dem Kreuzer, da macht das definitiv Sinn. Der hat auch einen elektronischen Computer. Und wenn wir jetzt noch hier einen Battlescanner dazufügen, brauchen wir 13 Space. Das müssen wir erstmal freischaufeln. Dann ziehen wir natürlich keine Strahlenwaffe ab, sondern eine Missile, eine Raketenwaffe. Die wird ja nicht verbessert dadurch. Jetzt sind wir bei, ja, das reicht noch nicht ganz. Machen wir die Strahlenwaffe, den Laser, den einzelnen Laser, den wir hier haben, noch weg. Und dann sollten wir uns eigentlich hier einen Battle Scanner leisten können. Toll. Reicht es noch für einen Laser? Nein. Alles klar? Alles bestens. Ich überlege mir sogar, wenn wir uns so sehr auf die Strahlenwaffen konzentrieren, ob wir nicht vielleicht sogar, denn uns steht ja als nächstes ein großer Kampf bevor gegen diese Flotte der Menschen. Das wird ein langer Kampf sein. Der wird also nicht aus der Entfernung entschieden werden, sondern im Nahkampf. Ob wir da nicht eine Missile mal abziehen und einen Neutronenblaster dazu nehmen. Ich glaube, das könnte Sinn machen. Piratenflotte entdeckt. Die nähert sich uns ein 200er. Hier haben wir zwei Fregatten. Die haben fast 400. Eine andere Flotte, das ist ein Scout in der Nähe von Gato Prime. In einer Runde hat unsere Space Factory hier einen militärischen Außenposten erstellt. Und dann ist hier noch eines dieser Weltraummonster. Das können wir ignorieren. Forschung müssen wir noch auswählen. Viele schöne Dinge, die uns wieder zur Auswahl stehen. Und ich glaube, ich hole mir das hier. Das ist ein Gebäude, was die Assimilationsrate erhöht bei den neuen Planeten, die wir jetzt haben. Wir werden mehr und mehr. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Alternativ könnten wir noch einmal auf irgendwas hier erforschen, was
unsere Schiffe verbessert, aber das können wir ja gar nicht so schnell umsetzen, weil unsere Schiffe ja jetzt gleich erstmal lange durch den Raum fliegen und weit ab sind von Schiffswerften oder militärischen Außenposten. Okay, eine Runde weiter. Das hier, wir haben ja die Scannerreichweite erhöht. Das hier könnten große Flotten der Menschen sein. Galactic News Network. And now, the state of the galaxy. Current number of colonies. Das sehe ich gerne. Wir haben mittlerweile die meisten Kolonien, die meisten Planeten im Vergleich zu anderen. Puh, viel passiert. Erstmal die Flotten hier angucken. Tatsächlich, hier ist eine menschliche Flotte bestehend aus 6 Fregatten. Dahinter eine Einzelfregatte. Quasi die Rückendeckung. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Wir haben Space Factory hat den Außenposten hier erstellt. Prima. Der schützt uns gleich, also schützt in Anführungszeichen, vor dem Scout, der sich hier nähert, sprich, der wird gleich abgeballert. Die Space Factory hier könnten wir benutzen, um hier diesen Gasplaneten aufzuleveln, um da ein Gebäude zu errichten, das plus 1 Credit bringt, aber das macht in dieser Spielphase bei plus 53 Credits wenig Sinn, eher hier noch einen Außenposten zu errichten, um diese wichtigen Planeten abzuriegeln, falls irgendwas von Westen kommt, was eigentlich, ich weiß es gar nicht. Und dann haben wir noch eine Sternenbasis, ist fertiggestellt auf Gatto Prime. 47 Kommandopunkte, wow. Das ist echt cool. Da können wir hier so langsam anfangen, auch mal dafür zu sorgen, dass das Bevölkerungswachstum hier steigt. Und die Moral sollte auch verbessert werden. 70, das macht sogar Sinn, das Moralgebäude hierhin zu platzieren. Dann sind die ersten 3 Bürger, einer entsteht ja gleich, die sind dann alle noch am Arbeiten. Und bevor der 4. und damit ein Vollenzer dazukommt, sollte dann dieses Gebäude fertig sein, die Government Support Facility. Raus. Sternenbasis fertig auf NASA 2, genau. Und das bedeutet, oh, wir könnten uns hier einen weiteren Truppentransporter holen. 4 Soldaten sind da, aber dafür reichen die Credits nicht. Jetzt werden wir sogar noch welche haben müssen, um hier ein Upgrade durchzuführen, nämlich bei den. Oh, guck mal, wie teuer es wäre, hier den Kreuzer aufzuleveln. Auf Kreuzer 4. Das kommt wahrscheinlich deshalb daher, weil ich auch die Waffensysteme vertauscht habe. Ich mach mal den Kreuzer 4, den nehme ich mal und mache aus ihm einen Kreuzer 5 und mache das wieder rückgängig. Könnte sein, dass dann die Auflevelkosten wieder kleiner sind. Mal gucken, ob das stimmt. Nee, hat sich nichts verändert. Also, boah, da brauchen wir aber lange für. Ja, die haben wir komplett umgestaltet. Den Destroyer upgraden wir. Da machen wir ein Upgrade bei den Fregatten, beim Scout. Aber bei dem Kreuzer, das sehe ich nicht. Dann können wir auch den Kreuzer wieder so machen, wie er eben war. Ja, das ist jetzt bitter. Unser stärkstes Schiff, das alleine über 2000 Punkte verfügt, militärstarke Punkte, fast die Hälfte der ganzen Flotte, können wir nicht upgraden, weil uns das Geld fehlt. Ist egal, weiter. Weiter. Tempo. Wir wollen zu den Menschen rüberfliegen und machen das jetzt auch. Wir haben jetzt 3 Truppentransporte, damit sollten wir die Erde knacken können. Truppentransporter hier fertiggestellt. Nächstes kommt hier der Neutronen. Collider. Okay. Auf Tiba Prime.
ist der Truppentransporter. Die Frage ist, wo schicken wir den hin? Den schicken wir erstmal hier hin. Zum militärischen Außenposten und sammeln erstmal die anderen Truppentransporter ein, die in der Umgebung entstehen, wie zum Beispiel hier auf Osa Prime. Ist die Umweltverschmutzung mittlerweile auf 40% runtergesackt. Da können wir als nächstes diesen Destroyer produzieren. Und dann hier nochmal einen Truppentransporter. Hier kommt der Scout. Das sind irgendwelche anderen Kriegsschiffe, alles klar. Nochmal eine Runde weiter. Hydroponische Farm, ganz im Westen, auf Kader 3 fertiggestellt. Wir haben jetzt hier ja, was bauen hier? Also das eventuell bringt plus 3 Credits. Dafür ist es noch zu früh, finde ich, für den Neutronen-Collider. Er braucht auch ewig. Aber macht mehr Sinn, also das bringt es ja nicht so. Ich werde ihn tatsächlich bauen. Machen wir erstmal so. Auf Gatto Prime ein neuer Bürger. Und hier entsteht die hydroponische Farm. Genau. Flotte braucht Befehl. Das ist unsere Kampfflotte. Damit geht es hier runter. Hier entsteht die Fabrik. Hier entsteht ein Laboratorium. Und auf Nazar 2... den Truppentransporter, den können wir auch erstmal zurückstellen. Weil, den stellen wir deshalb zurück, weil wir den alleine gar nicht sicher durch dieses Sternsystem durchbringen können. Weil die Sakra hier einen Planeten besiedelt haben, komischerweise einen völlig obskuren, einen ganz kleinen Planeten mit schlechtem Biom. Okay, der hat Artefakte, also der hat einen Bonus, Gem, also Edelsteine, der hat reiche Mineralvorkommen, aber der ist halt winzig klein, hat eine schlechte Atmosphäre. Weit ab von der Heimat, finde ich ein bisschen komisch. Wie auch immer, damit betrachten die dieses Sternsystem als ihr eigenes. Und wenn wir hier einen einzelnen Truppentransporter durchschicken, ohne Begleitung, dann kann es durchaus passieren, dass diese sehr, sehr große Armee da Kleinholz draus macht. Ich bin versucht, die zu killen. Damit wir hier Ruhe haben, aber ich mach's nicht. Ich will mich auf die Menschen konzentrieren. Hier ist die Space Factory angekommen. Der Scout fliegt weiter und wir bauen hier einen militärischen Außenposten. Und gehen dann auf eine Runde weiter. Hier riegeln wir Gatto Prime ab. Hier sind die Menschen. Hier ist die Flotte der Menschen. Eine Flotte. Nichts ahnend, dass wir uns nähern. Und das machen wir auch. Wir nähern uns den Menschen, wir nähern uns Saturn, Uranus, Neptun, Erde. Ich sehe eigentlich nur die Sonne und die Erde und ihren Mond. Aber auch das wäre schon eine fette Beute, die wir uns holen werden. In Kürze geht es weiter mit diesem Let's Play von Master of Orion. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.